Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls. So, jetzt langsam habe ich es, glaube ich, einigermaßen raus mit dem Kampf gegen die Skelette. Wir sterben zwar immer noch, aber zumindest, also immer noch relativ häufig. Allerdings kriege ich es zumindest einigermaßen hin, die jetzt niederzumachen. Ich darf einfach diesen schweren Angriff nicht benutzen, sondern nur, wenn sie halt schon am Boden sind. So, hier unten hatten wir, ich gucke einfach mal, vielleicht können wir die nicht irgendwie umgehen. Hier ist ja noch was. Ich befürchte allerdings, da steht auch gleich was auf. Hier sind ja Knochen. Ja. Aber einen neuen Schild haben wir. Ach scheiße, ich glaube, jetzt habe ich die da unten auch noch mit gezogen. Jetzt ja, ich weiß. Einmal ausblenden und jetzt renne ich mal. Fetzen sie sich gegenseitig? So, fixieren, blocken. So, und draufhauen. Uiuiuiui, Jungs, was habt ihr denn da vor? Ups. Oh, da ist sogar ein Dicker. Das ging jetzt fix. Einmal die Deckung vernachlässigt. Aber jetzt können wir uns in Ruhe unsere Sachen wiederholen. Es wäre vielleicht auch eine ganz schöne oder eine ganz praktische Taktik. Einfach mal durchlaufen, erstmal alles einsammeln, dann killen lassen. Dann haben wir ja unsere Gegenstände behalten, wäre soweit ich weiß, oder? Ich schaue mal gerade nach. Ja. Der blockt jetzt 50 und der. Oh, der ist noch nicht mal besser als unserer. Schade, ich habe mich jetzt so gefreut, dass wir einen neuen Schild gekriegt haben. Gut, dann gehen wir uns erstmal jetzt hier unsere Lebensenergie wiederholen. Und dann bin ich jetzt echt mal am Überlegen, ob ich vielleicht ein paar von den Gegnern einfach pulle und dann zu dem Ritter. Der ist zwar relativ weit weg. So, jetzt haben wir unsere Seelen wieder. Jetzt haben wir hier zwar wieder unsere zwei Kollegen, aber das sollten wir einigermaßen hinkriegen. Ups, da kam gerade noch eine Steam-Meldung rein. Das sollte ich, glaube ich, mal wieder abstellen und mich mal dran gewöhnen, wenn ich aufnehme, dass ich dann das Steam-Overlay abmache. Ausmache. So, war gut, dass der jetzt zum schweren Schlag ausgeholt hat. Nicht blocken. Macht man doch nicht. Autsch! Und nicht hauen, das macht man noch weniger. Ups, das war auch gar nicht so verkehrt, dass jetzt. Ah, Vogel. Zieht es. Ja, gut, zieht ein bisschen was an Lebensenergie ab. Kommen die runtergesprungen? Na? Kommt ihr? Oder rennen die jetzt unten rum? Scheinbar haben wir erstmal fürs erste Ruhe. Dann fülle ich mir gerade die Lebensenergie wieder auf. Ah, da kommen sie. Dann gucke ich doch mal, ob wir die einfach zu unserem Kollegen hier ziehen können. Hier, guck mal, ich habe was mitgebracht. Ihr sollt mitkommen, ihr blöden Skelette. Da. Komm, 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 komm. Ja, so ist fein. Das ist, glaube ich, auch nur einer, oder? Ist das nur einer? Na dann. Mist. Ach, da ist der andere. Okay, dann schauen wir doch mal. Ja, jetzt ziehen sie sich wieder ein bisschen zurück. Huhu. Na, komm, komm. Komm. Nicht du, der andere sollte eigentlich kommen. Aber wenn du kommen willst, ist das natürlich auch kein Problem. Die Mauer im Weg.
Da müssen wir gleich hoch, okay. Dann nehme ich erstmal noch einen Flakon. Autsch. Das war jetzt nix. Kann ich gerade noch einen nehmen. Und ihr sollt euch nicht zurückziehen, ihr sollt mitkommen. Hey, na komm schon. So, ist fein. Komm, 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 komm. Ja. Hopp, hier bin ich, hier bin ich. Ich block auch gar nicht. Guck mal, ich block gar nicht. So, hilfst du jetzt oder nicht? Guck mal, ich habe hier einen Untoten rumlaufen. Na, du bist mir einer. Du schaust dir das jetzt irgendwie hier schön gemütlich an, oder wie? Hm. Damit wäre dann meine Taktik hinfällig, aber ist doch schon mal nett, es ausprobiert zu haben. Einen haben wir jetzt hier noch. Das war, glaube ich, gerade der Rabe, der da gekriegt hat. Da haben wir noch einen, genau. So, fixieren wir dich mal. So, fixieren meinte ich, genau. Gucken, ob... Gegen einen müsste es doch jetzt einigermaßen gut gehen, oder? Jetzt blocken. Zack. Ach, jetzt... Deckung, Deckung, Deckung. So, warten bis die Ausdauer. Da achte ich ja auch viel zu selten drauf. So, dann kannst du es einmal zuschlagen. Und dann sind wir jetzt nochmal dran. So, einmal noch. Zweimal noch. Hör auf zu blocken. Komm, komm. Gleich bist du tot. Ja. Zack. Gut. Damit hätten wir jetzt auch schon 400 Seelen. Haben wir jetzt fast unsere... Knapp 800 haben wir dann gleich wieder. Könnte mich einfach jetzt wieder umbringen lassen und dann wieder neue. Oder ja, wieder das Ganze wieder neu machen. So... Dann geht's jetzt nochmal zurück. So, und hier unten waren ja noch welche. Ich glaube, wir kommen hier auch einfach nicht weiter, ohne an irgendwelchen Skeletten vorbei zu müssen. Da unten brauchen wir es ja nicht mehr. Das Schild haben wir. Ich denke, wir müssen hier weiter. Da haben wir wieder zwei Kollegen. Ziehe ich mich gerade nochmal zurück. Ach, anfixieren kann ich noch nicht. Ach, hast du dich hier unten festgelaufen? So. Deckung gehen. Hopp. Ich muss gerade aufpassen, wenn ich mich nämlich hier zu... sehr hier rüber begebe, nachher erwecke ich dann aus Versehen die anderen noch auf. Ja, genau das meinte ich. Mist, 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 Mist. Weg, 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 weg. Ja, ja, ballert ihr mal schön. Ich würde dann mal, Mist, zu spät, eine Brandbombe werfen. Ich ziehe mich jetzt gerade mal wieder zurück. Hier hoch wollte ich eigentlich gar nicht. Und das mit dem Blocken funktioniert jetzt gerade mal wieder nicht. Ich habe ja auch kein Schild ausgewählt. Das war jetzt unnötig. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal unsere Sachen wieder einsammeln. Dann versuchen wir es mal wieder mit den Skeletten.
Ja, stimmt, hier unten ging's raus. Und dann noch eins nach oben. Da ging's hoch, genau. Ach, die geben ja richtig ordentlich Seelen, diese untoten Dinger. Gut, dann haben wir jetzt das. Mit den anderen dürfen wir jetzt wieder 800 zusammen haben. Sehr gut. So, langsam ist dann doch etwas repetitiv. Ich denke, zwei auf einmal sind auch noch einigermaßen machbar. Bei drei wird es halt schon echt heftig. Ihr Skelette, ihr. Oh, hier kann ich Unterstützung rufen, schätze ich. Ach, jetzt hat er schon wieder dieses Ding ja nicht ausgewählt. So. Das ist nicht gut. Na gut, das war zu erwarten. Ja, der ist hier mit diesem Trackpad scheinbar auch irgendwie etwas überempfindlich. So, die Seelen habe ich jetzt. Ja, das ist soweit alles eingestellt. Gut, dann gehe ich mir jetzt meine anderen Seelen holen. Da läuten schon wieder Glocken. Es ist scheinbar schon niemand zuvor gekommen. So, dann einmal Ausrüstung. Und Skelette. So, fixieren wir dich mal noch. So. Nicht blocken. So ist brav. Blockt wird nicht. Ja, und jetzt geht unsere Ausdauer schon wieder ein wenig zur Neige. Hier oben sind wir aber relativ sicher. So, dann hauen wir mal drauf. Was war das denn jetzt? War das ein Finisher oder irgendwas? Oha. Der scheint wohl irgendeinen ziemlich üblen Angriff an uns gemacht zu haben. Aber es kann sein, dass dieser Sprungangriff durchgegangen ist. Ich könnte ja auch mal gucken, wie war denn der bei uns? B und so? Nee. Das war jetzt mit dem Waffenwechseln. Keine Ahnung. Wurde zwar auch erklärt im Tutorial und ich hab's irgendwie, vielleicht gucke ich mir das einfach nochmal an. Ich hab's aber auch irgendwie nicht hingekriegt mit dem. So. Weiter geht's. Wieder mal die zwei. Ach Mist, jetzt schon wieder nicht den starken Angriff, sondern hier den schwachen. So, und da dann einfach draufhauen. Bis der dann da rumliegt. Ich glaube, das ist auch relativ egal, wie viel Schaden wir dem machen. Also diese Schadenspunkte sind relativ egal. Es gilt bei denen echt scheinbar nur die, ja, dass wir halt hier diesen Hammer- oder Keulenschaden machen. Komm. So, scheinbar wird dann da auch eine andere Waffe gar nicht so viel bringen. Gut, der wäre weg. Dann schnell einen Falakor nehmen. Und dann nehmen wir hier uns die Nummer 2 vor.
So, einmal anfixieren, dann darf er mal hier hochkommen. So, dann sind wir jetzt mal dran mit draufhauen. So, hopp, hopp, nicht blocken. Du sollst nicht blocken. Vor allem sollst du uns nicht angreifen. Und... ja, gut, das war jetzt dein schwerer Angriff, dann kommen wir jetzt mal dran. Allerdings mit normalen Angriffen. Ach, Mist, ey. Das war nicht gut. Könnte echt noch eine knappe Kiste werden hier. So. Gut. So, jetzt haben wir auch schon mehr Seelen als am Anfang. Jetzt versuche ich die anderen beiden mal noch. Dann, ich hoffe mal, dass ich es diesmal hinkriege, endlich. Dann schauen wir mal, dass wir hier mal weiterkommen. Ich hätte auch ganz gerne mal wieder ein Leuchtfeuer. So, ihr zwei. Das sind aber... ja, das sind, glaube ich, zwei normale. Und dann ist nicht runterlaufen, sondern hier hoch. Mache ich dann gerade schon mal. Dann kannst du, ja genau, du kannst schon mal kommen. Dann wirst du schon mal anfixiert. So. Hier oben ist ja schön Platz. So. Dann mal drauf. Eins, zwei, drei, vier. Na. Das hat gesessen. Flakon nehmen. Gut, dass der weggeht. So, dann immer einen Angriff machen lassen und dann selber mal in aller Ruhe draufhauen. So, noch einen und du bist weg. Gut. Der wäre erledigt. Einer noch. Gut, dass die jetzt einzeln gekommen sind. Hat zwar jetzt wieder einiges an Flakons gekostet, aber dafür läuft es einigermaßen. So, und du schleichst ja hier unten noch rum. So, zack, zack, drauf, nicht blocken. So, dann hauen wir mal. Ja, das macht scheinbar gar nicht so viel aus mit dem, mit den Schadenspunkten, die dann da angezeigt werden. Es wird immer nur die gleiche Anzahl. Gut, ist insofern auch logisch, weil Skelette ja eigentlich auch kein, ja, keine Haut oder keinen Schmerz mehr haben. Und von daher zählt dann einfach nur der reine Wuchtschaden. Und da macht sich halt so ein Streitkolben oder ein Morgenstern wesentlich besser als eine normale, das normale Schwert oder so. So, haben wir irgendwo... ich hätte ja ganz gerne mal ein Leuchtfeuer oder so. Da gibt es noch irgendwas zu plündern. Ich... vor allem, wenn wir hier unten sterben, dann müssen wir gucken, dass wir ohne Schaden die Gegner platt kriegen. Ich gucke einfach mal, ob hier unten irgendwo ein Leuchtfeuer ist, sicherheitshalber. Da geht's in eine Höhle. Ob das so gut ist... ich weiß es ja nicht. Ich traue der Sache hier nicht. Schau mal, was hier unten noch auf uns wartet. Das können wir auch vielleicht irgendwann mal mit... oh, die Katakomben warten auf uns. Es scheint aber... ist das nur ein Skelett? Da unten war aber noch mehr. Mist. Das war nichts. So, komm, dann hau drauf. Na gut, dann hau ich halt drauf. Wenn du nicht willst.
Na komm. So, jetzt bin ich mal dran. Hier mit schwerer Angriff ist nicht. Das kannst du gleich mal vergessen. Hier schon wieder die Sache mit dem Steam-Overlay. Wie gesagt, muss ich mal dran denken, das auszustellen. Ach Mist, das war jetzt nix. Es gehen gleich die Flakons aus, habe ich das Gefühl. Bin aber auch froh, dass das hier jetzt nur ein Skelett ist. Den sollten wir dann einigermaßen platt kriegen. Ah, das ist sogar ein schlaues Skelett. Gewartet, bis wir unseren Angriff gemacht haben und dann angegriffen. Quasi wie wir es immer gemacht haben sonst. Es trifft gar keiner mehr. Na komm, ich will die Folge beenden. Lass dich mal platt machen. Komm, komm, komm. Jetzt hau drauf. Jetzt hau doch endlich drauf. Komm, hau drauf. Schisser. Ach Mist, natürlich genau, wenn wir wollen. Ich fürchte, ich muss die Folge mit dem Tod beenden. Unsere letzten Flakons nehmen. So, jetzt einmal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und jetzt ist er weg. Puh. So, dann mache ich hier mal einen Folgenstopp. Hoffe, euch hat die Folge gefallen bis dahin. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Hey, was soll das denn jetzt? Wieso belebt denn der sich wieder? Na sowas. Den kann ich jetzt nicht platt machen. Ich verziehe mich mal gerade wieder. Das ist mir etwas zu heikel hier. Feuerbandschrein. So, ich befürchte dann, ja, beende ich einfach hier mal die Folge. Mal gucken, warum der. Wahrscheinlich gibt es da unten irgendein Monster, der das die ganzen Viecher wieder belebt. Und einen Zwischenboss, den nächsten. Werde ich der nächsten Folge mal auf den Grund gehen. Ich bedanke mich jetzt diesmal endgültig fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und bis dahin. Ciao, ciao.